Gerechtigkeit und Barmherzigkeit 123. Die Wahrheit, die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit sind alles Tugenden, die in einem Zusammenhang stehen. Sie bringen uns in Gottes Heiligtum. So heißt es auch in den Psalmen: Ein einziger Tag in den Vorhöfen von Gottes Heiligtum ist besser als tausend andere. Lieber an der Schwelle stehen im Hause unseres Gottes, als wohnen in den Zelten der Frevler. Denn die Liebe freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit und bringt Gerechtigkeit. Das Werk der Gerechtigkeit ist jedoch der Friede. Der Ertrag der Gerechtigkeit ist Ruhe und Sicherheit für immer. Und wo Frieden herrscht, wird von Gott für die Menschen, die Frieden stiften, wiederum die Saat der Gerechtigkeit ausgestreut. 124. Die Gerechtigkeit im Alten Testament unterscheidet sich zur Gerechtigkeit und Barmherzigkeit im Neuen Testament. Im Alten Testament finden wir ein Suchen Gottes in der Not und ein Schreien in den Qualen aufgrund der Strafen Gottes. Dem entgegen steht die Warnung des Paulus im Neuen Testament, dass wir zusehen sollen, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt, dass keine bittere Wurzel wächst und Schaden stiftet und durch sie alle vergiftet werden. Doch auch die Menschen im Alten Testament erkannten ihr Unrecht, die Schuld ihrer Väter und beteten: Ja, wir haben gegen dich, Gott, gesündigt, um deines Namens willen verschmäh nicht, verstoß nicht den Thron deiner Herrlichkeit, den Tempel in Jerusalem, gedenke deines Bundes mit uns und löse ihn nicht. Auch sie erfuhren immer wieder Gottes Erbarmen. Sie erkannten sogar, dass Gott mit allen Erbarmen hat, weil er alles vermag, und er sieht über die Sünden der Menschen hinweg, damit sie sich bekehren. Er liebt alles, was in der Schöpfung ist, und verabscheut nichts von allem, was er gemacht hat. Denn hätte er etwas gehasst, so hätte er es nicht geschaffen. Die Menschen fragten sich, wie etwas ohne Gottes Willen Bestand haben könnte, oder wie etwas erhalten bleiben könnte, das nicht von Gott ins Dasein gerufen wäre. Sie erkannten, dass Gott alles schont, weil es sein Eigentum ist, denn Gott ist der Freund des Lebens. Dennoch erfuhren sie, dass Gott zum Erhalt der guten Schöpfung bereit ist, schlecht gewordene Teile zu entfernen. Doch auch hier handelt Gott stets aufgrund der Bitten und Klagen von Gerechten. Er behält sich jedoch vor, dies auch vor Ort zu überprüfen. Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, ja, das wurde laut, und ihre Sünde, ja, die war schwer. Gott selber ging hinunter, um zu sehen, ob deren Tun wirklich dem Klagegeschrei entspricht, das zu ihm gedrungen war. Gott wollte es selber wissen. Er sandte seine Boten, das sind die Engel, und diese gingen auf Sodom zu. Abraham aber stand noch immer vor dem Herrn und flehte um Verschonung der Gerechten. Willst du auch den Gerechten mit den Ruchlosen wegraffen? Dieses Ereignis zeigt uns gleichzeitig, was ein Gerechter ist. Ein Gerechter schreit zu Gott wegen der Ungerechtigkeit und übt gleichzeitig Bitte um Verschonung derer, die nicht ungerecht sind. 125. Die Gerechtigkeit im Neuen Testament ist ergänzt durch die Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist jedoch nicht etwas, das einfach so da ist.
Die Menschen des alten Bundes hatten zwar die Gesetze und die Propheten, doch nicht das Vorbild in der Lebensführung Gottes selbst in Christus Jesus, wie die Menschen des neuen Bundes. Vor Jesus konnte Gott nicht sagen, lebt, wie ich es euch vorlebe, denn die Menschen sahen dies nicht. Nach Jesus kann Gott das sagen, denn wir wissen, auch aufgrund des Neuen Testamentes, wie Gott sich das Leben der Menschen vorstellt, denn er hat es uns in Jesus Christus selber vorgelebt. Ein beachtlicher Teil dieses Vorlebens ist eben die Barmherzigkeit. Diese kannten zwar die Menschen früher schon aufgrund des Gesetzes, doch nicht aufgrund des Vorbildes. Darum gilt seit Jesu, wer sich an Jesu Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet. Wir erkennen daran, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, muss auch leben, wie Gott in Jesus gelebt hat. Demgegenüber ist im alten Bund nur der Hinweis auf das verlorene Paradies, wo Gottes Vorbild auch gegenwärtig war, denn Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. 126. Das letzte Vorbild Gottes war zur Zeit der Sündlosigkeit im Paradies. In Christus lebt Gott den Menschen nun vor, in den Umständen der Sündhaftigkeit sündlos zu leben. Er fordert, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selber, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes, denn in der Schrift steht, mein ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. 127. Wie genau diese Barmherzigkeit aussehen soll, zeigt sich sehr schön am Gleichnis Jesu über die beiden Söhne. Der jüngere Sohn bittet um seinen Erbteil und verprasst diesen in jugendlichem Leichtsinn mit Glücksspiel und Hurerei. Der ältere Sohn hingegen arbeitet brav auf den Gütern des Vaters. Als nun der Jüngere reumütig und völlig mittellos zurück ins Vaterhaus geht, nimmt ihn der Vater wieder als Sohn auf. Dem Älteren gefällt das gar nicht, denn dies bedeutet nichts anderes, als dass er wieder aufs Neue Erbe ist. Der Vater stellt dann den älteren Sohn zur Rede und fragt ihn, was nun wichtiger sei, das Vermögen oder die Tatsache, dass er seinen Bruder lebendig zurückerhalten habe. Ja, mehr noch, der Vater bezeichnet den Zustand, in den der jüngere Sohn vor seiner Rückkehr war, als tot und verloren sein. Barmherzigkeit ist somit auch ehrliche und herzliche Freigebigkeit. 128. Es versteht sich fast von selbst, dass so eine Haltung, wie sie der Vater im Gleichnis zutage legte, im elterlichen Gehöft zu Auseinandersetzungen führt. Der Vater klärt den älteren Sohn auf und zeigt ihm das Handeln aufgrund seiner Barmherzigkeit. Darüber hinaus lässt er sich jedoch auf keine weitere Diskussion ein. Und so rät denn auch der Apostel Paulus, lass dich nicht auf törichte und unsinnige Auseinandersetzungen ein. Du weißt, dass sie nur zu Streit führen. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten,
sondern zu allen freundlich sein, ein geschickter und geduldiger Lehrer, der auch die mit Güte zurechtweist, die sich hartnäckig widersetzen. Vielleicht schenkt Gott ihnen dann die Umkehr, damit sie die Wahrheit erkennen, wieder zur Besinnung kommen und aus dem Netz des Teufels befreit werden, der sie eingefangen und sich gefügig gemacht hat. 129. Und so ist die Botschaft, die wir von Jesus haben, eben eine Botschaft des Lichtes, welches die Finsternis unseres Herzens erhellen soll. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben und doch in der Finsternis leben, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie Gott im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. 130. Daraus ergibt sich, dass wir Jesus Christus in unserem Herzen, Christus, den Herrn, heilig halten. In diesem Sinne sollen wir stets bereit sein, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die uns erfüllt. Diese unsere erfüllende Hoffnung lässt dann auch handeln, wie der barmherzige Samariter im Gleichnis gehandelt hat. In einem fremden Land hilft der Fremde ohne zu zögern, einem ihm völlig Fremden, von Räubern spitalreif geschlagenen und ausgeplünderten. Ja, er macht nicht nur die Erstversorgung, sondern er übernimmt auch gleich noch die Krankenhausrechnung. Diese Geschichte beschämt nicht nur jeden Einheimischen, der seinen Landsmann nicht hilft, sondern alle, die zur Hilfe gerufen sind und diese unterlassen. Dazu gibt es auch heute viele Ausreden. Keine Zeit haben, nicht zuständig zu sein, anderen nicht in ihre Kompetenzbereiche eindringen wollen, obwohl man genau sieht, dass die, welche zuständig wären, nichts tun. Besonders in den etablierten Kirchen ist dieses Übel besonders peinlich. Viele Priester sind zum Beispiel bei ihrem Bischof in Ungnade gefallen und werden von allen anderen im Stich gelassen. So gibt es nicht wenige, die völlig mittellos sind. 131. Wenn man diese im Stich gelassenen heute sieht, versteht man, warum Jesus sagte: Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Und im Gegenzug sagt: Wenn aber einer denkt, mein Herr kommt noch lange nicht zurück und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, wenn er isst und trinkt und sich berauscht, dann wird der Herr an einem Tag kommen, an dem der Knecht es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Ungläubigen zuweisen. Daher sind besonders die Hirten in der Kirche, aber auch alle anderen in gleicher Weise aufgerufen: Seid barmherzig, wie es auch euer Vater im Himmel ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuftem, überfließendem Maß wird man euch beschenken, denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. 132. Anhand der geübten Barmherzigkeit kann man die Frucht der Liebe am besten erkennen,
denn die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Wahrhaftig, das Geheimnis unseres Glaubens ist groß. Jesus wurde offenbart im Fleisch, gerechtfertigt durch den Geist, geschaut von den Engeln, verkündet unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinen auch heute noch, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen meiner und deiner Verbrechen, wegen meiner und deiner Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt.